Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video stelle ich den Custom Trade Mod vor. Also Custom Villager Trades oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieser Mod ist eigentlich relativ praktisch und da muss man keine Commands mehr nutzen. Also fangen wir auch mal gleich an. Erstmal vorweg, wenn ihr nicht wisst, was das hier hinter mir ist, checkt das letzte Video aus, was ich hochgeladen habe. Dort seht ihr's. Und nun ja, ich werde diesen Mod hier in meiner auf meinen Drachen-Projektserver vorstellen, da ich den da gerne auch nutzen will. Dank diesen Mods könnt ihr Villager herstellen, die eben das anbieten, was ihr wollt. Das Problem bei diesen Villagern ist, die muss man mit diesen speziellen Spawn-Eye spawnen. Ja, das findet ihr zum Beispiel, indem ihr hier @ct eingibt und dann kommt da schon drauf. Aber gut. Die Villager bewegen sich im Nachhinein ja noch wie normal Villager. Das ist das Problem. Also müsst ihr sie dooferweise irgendwie einbauen. Wenn ihr es auf dem Server macht, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch Barrierenblöcke verwenden. Hauptsache, sie sind noch anklickbar. Wenn man versucht, man kann die zwar auch über einen Befehl spawnen, wenn man die den Programmiernamen weiß, aber das funktioniert leider auch nicht. So wie das Spawn-Ei heißt, so werden dann auch die Villager heißen. Ihr könnt aber wie im, ganz normal wie im Amboss das umbenennen, aber ich lasse es jetzt einfach mal so zum Vorführen. Also Schritt 1. Ihr stellt euch vor, ihr habt nun euer Geschäft gebaut und wollt den Villager einfügen. So, der unterhalb des Villagers sollte am besten eine Truhe sein. Also macht ihr da zwei Blöcke weg und setzt eine stinknormale Minecraft-Truhe hin. So, in die oberste Reihe kommt das, was der dem Villager zuerst fürs Item geben soll. Also in die erste Spalte. Dann in das in die zweite Reihe kommt rein, was ihr dem Villager als zweites Item, also gibt's ja manchmal muss man zwei gegen ein Item tauschen, als zweites Item reintun. Die letzte Zeit kommt das rein, was ihr eben dafür erhalten wollt. Ich will jetzt als Beispiel, hoch hier ist noch ein Command-Block, ja. Ich will jetzt als Beispiel, keine Ahnung, ein Atlas haben. Also, ich will ein Atlas haben. Aber ich weiß nicht, was ich dafür anbiete. Zum Beispiel ein Fischi. So, ein Fisch. So, dann drückt einfach Shift und drückt mit dem Spawn-Ei einmal Rechtsklick drauf. Und dann habt ihr schon den Villager. Wenn ihr ihn anredet, habt ihr nun das drinne, was ihr da eingebaut habt. Ich hole mir erstmal schnell Barriereblöcke. Ihr könnt jetzt hier den Villager, also mit dem Villager tauschen. Wenn ihr aber das Tauschangebot ändern wollt, müsst ihr einfach nur die Chest andrücken. So, hier, damit er nicht abhaut. So, wie gesagt, dann müsst ihr einfach nur in die Chest und könnt das zweite Item reintun. So, dann könnt ihr wieder den Villager anreden. Aber das zweite Item ist ja eben kein... Warte mal, ich probiere mal ein anderes Item, mal sehen, ob es dann geht. Wenn nicht, müsst ihr den Villager erst zum Schluss setzen. Also, ich habe das Problem gelöst. Ihr dürft den Villager erst setzen, nachdem ihr fertig seid. Wenn ihr das bearbeiten wollt, müsst ihr also den Villager töten und einen neuen spawnen. Dabei ist zu beachten, dass der Villager, den ihr spawnt, je nachdem auch zufällig sein kann. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also wenn man per Befehl spawnt, dann ist er zufällig. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Mod Review oder so gefallen. Ja. Ich sage hiermit ciao und bis zum nächsten Video. So, ich habe nun noch mal ein bisschen rumgebastelt und konnte einen Villager machen, der erfolgreich funktioniert.
Also hier sehen wir die Chest. Hab hier auch noch ein bisschen mal an der Deko rumgebastelt hier. Gerade mal 4 Barrierenblöcke. Das reicht schon, um den alleine da in dieser kleinen Ecke einzusperren. Aber sobald man nur einen abbaut, versucht er dadurch abzuhauen. So. Gut. Hier haben wir das erste. Salbe. Pflaster. Wieso das Pflaster Mending? Okay, anscheinend ist es ein besonderes Pflaster, denn diese Pflaster kann man mehrmals verwenden. Und ist, ich glaube, ich habe also gesehen, das mit Mending verzaubert reingelegt. Herzlichen Glückwunsch, wer ab sofort auf dem Server irgendwann, wenn er öffentlich ist, spielt und hier ein Pflaster kauft, hat eines mit Mending. Einmal kaufen, immer wieder aufladen und benutzen. Bandage, Salbe ist ohne Mending, also nur ein Pflaster mit Mending, gut. Bandage. Dann hier so Blut mit Health Boost. Das ist ein, der heilt einen einfach wegen Effekten und sowas. Hier kannst du Effekte clear mit dem schwarzen T. Potion of Healing One. Potion of Healing, also das ist 2. Dann hier einen goldenen Apfel. Dafür musst du 2 Silky Juwelen hingeben und ein Drachenei. Ja, hier dasselbe. Ein Bronze-Drachenei. So. Ja, das war soweit. Ich wollte das nur noch kurz zeigen. Ciao.